Okay, Leute, ich bin gleich da. So. Jetzt muss ich noch richtig alles machen. So, fertig. Ihr seht, gleich auf Anhieb, ich habe alle Energy Tanks voll. Yay, ich habe mich mal ein bisschen dran gemacht, habe mal ein paar Energy Tanks gesammelt. Das seht ihr hier alles. Ich bin bereit für die letzte Mission. Let's begin the mission. Ja, Flame. Yes, sir. Yes. Let's go. Let's go. Ja, we are not ready. Transfer started. Please don't die, brother fucker. Okay, ich muss nur schnell gucken, ob ich jetzt auch alle das Rät eingestellt habe. Ja, ich habe Eis drin. Okay. Nicht, dass ich jetzt Eis direkt drin haben wollte, aber... Naja. Ah, cool. Fail. Kein Fail. Und seht ihr? Dank diesem schönen Ding, was ich jetzt benutzt habe, kann jetzt dieses gottverdammte Lava mich nicht mehr one-hitten. Okay. Du hast ab. Okay, on top. Oh, scheiße. Ich will jetzt auch einen Energy Tank schon benutzen. Wie sollen wir so ein bisschen Lebensenergie geben? Geht doch. Hier oben ist noch irgendwas. Das wird jetzt irgendwie mein, gemein. Komm raus. Raus da. Keiner weg. Ah, das kann ich auch machen? Cool. Oh, das hätte mir nicht in manchen genug die Seele helfen können. Okay. Brauche ich hier wahrscheinlich mein Seil. Okay. Das lief jetzt gar nicht gut. Wieso springe ich auch rein, wenn die gerade schießen? Habe ich irgendwie eine psychische Störung, dass ich mich umbringen lassen muss? Habt ihr das jetzt ganz Zeit? Ja. Kann ich mich aber nicht da oben dranhängen oder was? Nein, verschwinde. Ich will da hoch. Ich hasse dich. Wie ich das Leben so in der Luft halt gehalten habe. Komm. Die, die. Gott, ich will den Stirb. Ich will da hoch. Aber ich glaube, da kommt man gar nicht mehr hoch. Ich habe zwar was Neues gelernt, ich kann jetzt von der Wand auch abspringen so und fällt. Das ist mies. Okay, da benutze ich lieber mal einen Energy Tank. Und das könnte mir jetzt wirklich zum Problem werden. Okay. Super. Schön, wie ich mich sehr verletzen muss, damit ich da dran. Dass ich überlebe. Okay, on top, hopp. Ha, geht doch. Boah, on top. Nein, wieder hoch. Hier ist gar nichts. Ah. Das kann auch eigentlich nur mir passieren. Na gut. Einigen anderen wäre das schon mal passiert. Aber auch glaube ich der erste Gedanke, wenn das schon sowas ist, dass man da hoch geht.
Okay, dieses Glück, was ich gerade habe, kann nur durch Pech erzeugt werden. Glaube ich. Aber ich scheine noch nicht im letzten Gebiet zu sein, weil hier, weil im letzten Gebiet werde ich doch wohl keine Zeit mehr bekommen. Und genau, genau. Ja, genau. Lava. Wo sind wir hier? Bei Metroid? Okay. Jetzt komm. Jetzt. Wenn ich wenigstens in der Mittelbossraum. Das ist hier oben. Nix. Das ist mir hier irgendwie zu tief. Okay, hier wird direkt. Hier käme ich dann hier runter. Wow. What the? Du schon wieder? Hey Zero, you can't alone the little Zero. I know you did. He is crazy about the dark elf. Leave the guy up here and have fun with him instead. Yeah, get ready for fight. We told you fight. Was machst du? Was? Was zur Hölle? Was hast du gemacht? Okay, das war fail. Gut, ich muss noch nicht mal ein Safe State einsetzen. Schön. Ganz ehrlich, ich glaube hierfür. Oh Scheiße, das habe ich zu spät gemacht. Ich glaube hierfür benutze ich dann, glaube ich, doch lieber mal den Buster. Mann, dieser Gegner braucht ja noch mehr Skill. Ich werde hier einfach mal ein Safe State setzen, weil ich will das ganze Zeug nicht nochmal machen. Setze ich mal hier auf 9. Dann setze ich hier nochmal ein Schwert, hier ein Schwert hin. Ja, ich hab's verstanden. Okay. Okay, wo? Okay. Was zur Hölle? Wieso kann ich den keinen Schaden machen? Okay. Jetzt setze ich alles daran, diesen Kampf zu beenden. Wie das klappt? So ist es ja easy. So, ich nur aufpassen, dass er mich nicht die ganze Zeit trifft. Das ist eigentlich total einfach, bloß habe ich leider kein Timing. Super, ich habe für ein Gebiet gerade mal sehr viel verloren. Kann ich noch so treffen? Tatsache. Yeah! Fatality! Flawless Victory! Sluggest Warrior! What's the problem? After the head power up, I know much for you! I won't give you up! Someday, I will destroy you for sure. Just you wait. Verpiss dich. I see it. Coordinate access. Maria can return here. Anything you want. So please return to the base once. Please, Zero. Okay, ich glaube, ich darf mich jetzt jedes Mal, bevor wir wieder zur nächsten Aufnahme gehen, glaube ich, erstmal dran machen, die Dinger wieder ganz voll aufzufüllen. Ihr habt ja gerade gesehen, wie schlecht ich mich anstelle. Okay, ich weiß nicht genau, was ich jetzt dazu sagen soll. Ja, bis auf die Tatsache, dass die Audiospur weg ist auf dieser Stelle. Das heißt, ich muss es jetzt nachkommentieren und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Alles verpasst ja auch nicht wirklich viel. Ich schaue mich nur ein bisschen um und rede mit jenen, ob die mir vielleicht irgendwas geben. Naja, nicht besonders interessant, oder?
Da gucke ich gerade, ob ich den Cyber-Elf, den ich in dem letzten Level aufgesammelt habe, irgendwie benutzen kann, weil der irgendwie interessant sein könnte. Habe dann festgestellt, dass das nicht ist. Ja. Und den Rest der Folge besteht wirklich nur daraus, dass ich hier durch jeden einzelnen Raum mit jedem lavere, um zu gucken, ob ja, ob die jetzt mir irgendwas geben wollen. Ja. Und dann rede ich eigentlich die ganze Zeit nur darüber, dass die Typen alle Arschlöcher sind, weil die mir nichts geben wollen. Naja, was soll ich dazu machen? Ist halt so, wie es ist. Und ich muss mich ein bisschen ranhalten. Das heißt, ich werde, sobald ich aufhöre zu reden, wird das Video auch gecuttet, weil das ist wirklich nicht spannend. Es ist auch nicht wirklich interessant, was jetzt noch kommt, weil es passiert wirklich überhaupt nichts mehr. Ich finde auch nichts Neues heraus und so. Es ist eigentlich alles so, wie es ist. Ihr merkt vielleicht jetzt eine kleine Veränderung an den Sound, also an meiner Stimme und so. Ich nehme das gerade mit dem Mikro meines Vaters auf und ich beende hier die Aufnahme. Und ja, ich hoffe, ich muss das nie wieder machen, weil es nervt irgendwie mich. Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, gehen jetzt ab jetzt wieder. Und ich hasse nachkommentieren. Ich bringe das Ding jetzt gleich wieder zurück zu meinem Vater und ich probiere noch mein Mikro wieder zum Funktionieren zu bringen. Ich sag tschüss mit den langweiligsten Stücken, die ich je gesehen habe und gemacht habe. Tschüss.